Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir sind jetzt gerade mit der Gargantula quer durch die ganzen Tunnel geritten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das eine nur ist oder mehrere. Weiß ich jetzt gar nicht. Sah jetzt bisher aus immer nur wie eine Gargantula. Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim zweiten Schwarzschürfer. Mein Gott, das ist ja ein Zungenbrecher. Gelandet und können hier sogar einkaufen. Und das werde ich natürlich auch benutzen. Ich hoffe jetzt mal, dass er neue Sachen hat. Schade, leider nicht. Aber ich werde hier mal eine kaufen. Ui, vom Allheilmittel, da kann ich auch ein paar kaufen. So, 31, 29 nehme ich damit. Hier brauche ich eins. Das kann so bleiben. So, da wäre ich eigentlich ganz zufrieden. Schau mal wieder rein. Hehehe. Gut, wenn wir jetzt hier lang gehen, ich glaube, ja, da kommen wir nur zu den Blumen. Und wir gucken mal oben hin. Irgendwas muss es da ja geben. Okay. So, wieder ein paar Federrochen. Wie gesagt, die bringen ziemlich gut EXP. Ist eigentlich auch ein schöner Ort hier für Lilly zum Trainieren, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich recht langsam geht. Aber trotzdem auf jeden Fall mal leichter als jetzt, wo wir jetzt vorher waren. Weil da gab es ja echt nur absolut wenig EXP. Hat sich schon gar nicht gelohnt eigentlich. So, jetzt mache ich mal Feuer auf einen einzelnen Gegner. Sie kann mal gucken, ob sie irgendwelche Leute heilt. Kann eigentlich auf alle mal machen. Okay. So, du darfst auch nochmal angreifen. Immer diese bösen Attacken, das gibt's ja gar nicht. Aber ich finde, also ich meine, wir sind sehr gut trainiert. Wir sind Level 41, erreichen zwar jetzt recht schwer durch diese recht wenigen EXP, die wir momentan zur Verfügung haben, ein neues Level. Aber auf jeden Fall sind wir gewappnet. Wir sind die Gegner, die können uns nichts anhaben. Hubala, nochmal Angriff. Die Gegner können uns nichts anhaben. Wir kommen hier ganz gut durch. Relativ zeitig, würde ich mal sagen. Es gibt ja teilweise echt Strecken, wo man sich denkt, oh je, hoffentlich komme ich hier lebendig noch an. Und wow, 629 EXP. Wenn das weiter so geht, so drei Kämpfe noch und Lilly ist schon wieder Level up. Naja. Wie gesagt, ist gar nicht mal so verkehrt hier die EXP. Gut, wir können hier ganz nach oben. Aber wo sind denn die ganzen... Weichenschalter 4 für Notfälle. Umlegen. Gut. Ah ja. Dann schauen wir mal, ob uns die Gargantula zu irgendeinem interessanten Ort bringt. Ich werde dann auf jeden Fall zurückfahren. Also gehe ich mal von aus. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht. Zurückfahren, wieder umlegen und wieder fahren. Mal gucken. Gut, hier ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist nichts Besonderes. Da sind nur wieder die Blumen. Ah, da ist noch so ein Schürfer. Hier haben wir eine neue Kiste, die Lamias Tiara. Sehr schön. Habe ich eigentlich schon mal von meinen Erfahrungen mit Lamia, also Lamia, erzählt. In Final Fantasy 11 gibt es die, sind echt bösartig, die Viecher. Also ich mag sie gar nicht. So, ich gehe mal davon aus, dass es hier ist. Genau. Das ist aber schön. Mal sehen, ob ich vielleicht was anderes für Felsenfest hier dann nehmen kann. Ja. Cool, da kann ich hier was anderes anlegen. Bei Felsenfest wird ja jetzt schon durch die Lamias Tiara gelernt. Und hier kann ich Thermometer machen. Oh, Vitra. Oh, ist das geil. Boah, ey, das krabbelt mit totalen Fingern. Aber nein, ich bleib stark. Ich lerne Thermometer. Oh, das geht schon. Das wird schon werden. Das geht schnell. Ich meine, das sind ja nur 25 AP und dann kann ich ja sofort wechseln eigentlich. Gut, dann wie gesagt, gehen wir zurück. Wir bestätigen, na klar. Wir fahren jetzt wieder mit der Gargantula zurück, betätigen den Schalter wieder,
Werden dann wieder hierher fahren. Also beziehungsweise ist das ja dann wahrscheinlich ein anderer Ort, da ja der Schalter umgelegt wurde. Und ja, mal gucken, was uns dort dann erwartet. Wir kämpfen uns Stück für Stück ran, das wird schon. Ui, ich sehe gerade, ich wurde in Skype angeschrieben. Naja. Gut, okay, wie gesagt, zurückgehen. Schalter betätigen. Hätte ich eigentlich gleich unbetätigt lassen können. Naja, so habe ich die Kiste gleich bekommen. Sonst muss man vielleicht zweimal sogar umlegen. Na, gut. So, Gargantula, du darfst wieder herkommen. Also wenn ich die Gargantula wäre, ich hätte gesagt, hier, ey, Alter, entscheide dich langsam mal. Gut, okay. Diesmal werden wir woanders hingefahren, hingeführt, was auch immer. Geradeaus hätte es jetzt nur, also wäre es jetzt nur zu den Blumen gegangen. Hier können wir nach oben. Okay, da ist ein Schalter. Irgendwie gefallen mir die sicher nicht. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Oh. Oh mein Gott. Himmel, Herrgott. Ich habe mich jetzt so tierisch erschrocken. Mein Gamepad hat noch vibriert dazu. Ich glaube, ich habe gerade einen Herzinfarkt gehabt oder sowas. Eieiei. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Oh, nee, nee, nee. Entschuldigt, wenn ihr euch vielleicht jetzt erschrocken habt, aber ich erschrecke meist ziemlich leise. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Entschuldigt. Hilfe. Naja. Gut. Also wir haben mit Vivi saugen gelernt. Heieieiei. Mal sehen, wo wir jetzt überhaupt gelandet sind, dadurch, dass wir runtergefallen sind. Nicht, dass uns das jetzt irgendwie Probleme bringt. Oh, oh shit. Okay, schön, wollte ich gerade sagen. Wir können aber trotzdem nichts Neues anlegen. Da uns noch ein wenig die Items fehlen. Aber mal gucken. Ach hey, wo bin ich denn hier? Moment, ich gucke erstmal, ob ich da wieder hochklettern kann irgendwie. So. Okay. Oh, Herzattacke, ey, meine Güte. Kann ja nicht wahr sein. Genau, hier sind wir nämlich wieder bei dem anderen Schürfer. Ich will aber erstmal kurz hier gucken, ob ich da vielleicht irgendwas finde. Warte mal, was war das? Eine Allzweckweste, schön. Das ist übrigens das, was ich von Beatrix klauen wollte, was ich aber nicht bekommen habe. Doch hier, das ist schon richtig gewesen. Mal sehen, ob uns das irgendwas bringt. Ob ich denn da zu Recht was wollte. Es sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Es hat Adrenalin und Überfallen. Das sind neue Sachen, die ich noch nicht kann. Deswegen lege ich die auch direkt mal an. Ist wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Es klappt hier mit dem Leveln. Das klappt mit dem Kistensuchen, mit den Items. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein, würde ich sagen. Gut, hier sind wir eigentlich fertig soweit. Jetzt werde ich mal den Goldschürfer ansprechen. Okay. Hier haben wir jetzt wieder so eine komische Krabbelfresse. Ich meine, allein der Name schon, Krabbelfresse. Das klingt total lieb und nett. Naja. So, ich denke, es wird jetzt auch bald der Moment kommen, wo ich den Part cutten muss. Ich werde auf jeden Fall, immer Refleck gelernt. Ich werde auf jeden Fall diesen Part noch zu Ende machen, ganz klar. Vielleicht ist er sogar ein bisschen länger als sonst, aber danach höre ich erstmal auf. Wir haben auch schon 9:30 Uhr, sehe ich gerade. Oh Gott, wer hat gerade was gelernt? Irgendwas mit immer Refleck war das, oder? Oh Gott, wenn man mal nicht aufpasst, ne? Ich glaube, hier war das. Genau. So, mal sehen, ob ich sonst noch was kann. Hier, Kondor. Perfekt, Kondor. Kondor, sofort.
Abilities, Konter ist immer gut. Bin ich totaler Fan von. Konter braucht 8. Hier, dann mache ich mal Vollmond weg und mache stattdessen Konter dran. Das passt. Guti. Weiter geht's. So, wie gesagt, wir reden mal diesen Goldschürfer an. Hey, bleib hier. Ich will mit dir reden. Oh, selten hier drin mal neue Gesichter zu sehen. Wie habt ihr es überhaupt hierher geschafft? Hier schürfe ich, also immer schön die Griffel stecken lassen. Aber wenn du mir eine Potion gibst, dann lasse ich dich vielleicht ein bisschen graben. Eine Potion willst du? Okay, und jetzt her mit der Spitzhacke. Genau, selbst ist der Mann. So, und hier hinten, da sind noch so komische Geröllsteinchen da. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas finde, weil das sieht echt sehr verdächtig aus, muss ich sagen. Hier, komm. Dum, 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 dum. Das probieren wir jetzt einfach eine Weile, bis irgendwas rauskommt. Irgendwas muss ja rauskommen. Und wenn es auch nur ein Item ist. Cool. Ah, wie ich mir dachte. Das sieht nämlich einfach viel zu verdächtig aus. Kupo. Dahinter ist der Mokri, der sich im Brief schon angekündigt hat, der sich da versteckt hat. Und wir haben nämlich jetzt den Mokri hier. Bevor ich jetzt aber bei dem Speicher und beende, upala, Moment, werde ich nochmal Smognet angucken. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Kupo. Na klar, gerne. Dann Kupo. Smognet, ich hätte so gern einen Brief. So, mehr sagt er aber nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz in den Mog-Shop rein. Ist aber so in Ordnung. Und das werde ich gleich noch gucken. Ich werde hier noch ein bisschen graben. Irgendwo finde ich bestimmt was. Bei dem Part will ich noch fertig machen. Ich möchte euch zeigen, was es hier noch alles so gibt. Ich möchte es ja selbst wissen, was es hier so Schönes gibt. Und ja. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob da gleich was kommen sollte oder... Ah, eine High Potion erhalten. Schön, schön. Gucke ich mal hier weiter. Also eine High Potion haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da jetzt an einer Stelle die ganze Zeit graben kann oder ob ich da nach, wenn ich dort was gefunden habe, nichts mehr finden kann. So, ein Jadestein haben wir bekommen. Ich glaube, wir können immer an derselben Stelle bleiben. Sieht mir jedenfalls momentan so aus. Ja. Komm, ein, zwei Items hätte ich ganz gern noch. Und danach mache ich einen kurzen Cut. Einen schnellen Cut, eher gesagt. Einen langen Cut. Da ich ja morgen erst wieder weiterspielen werde. Wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht. Morgen werde ich ja eh erstmal Secret of Mana weiter aufnehmen mit Miko. Und mal gucken, wie lange ich das mache. Aber ich glaube kaum, dass ich danach noch irgendwie weiterspielen werde. Ist ja dann doch recht anstrengend, besonders wenn man eine Weile geredet hat oder so. Und ich irgendwie befürchte, dass hier sich gerade irgendwie halsmäßig irgendwas aufbaut. Also ich habe jetzt hier die ganze Zeit gegraben, irgendwie kriege ich da nichts. Jetzt probiere ich es mal hier unten einfach. So. Na komm. Irgendwas musst du mir doch geben. Ein Jadestein erhalten. So, ein Item noch, danach machen wir Schluss. Bam, badam, badam. Bitte lass es noch eine High Potion sein. High Potions sind cool. Jadestein brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich das sonst noch brauche. Ich meine, klar, für die Phantomviecher. Aber sonst so? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Naja. Komm, gib mir was. Bitte. Dreimal hacken noch. Eins. Zwei. Komm jetzt. Oh. Na gut, dann lasse ich das halt. Und, was sagt das so Schönes? Hast du schon genug, Kleiner? Ja, auf jeden Fall habe ich erstmal genug.
So, jetzt können wir aber trotzdem speichern gehen. Oh, Quetsch, ey. Der ist ja voll breit, hat er sich gemacht. So, wie gesagt, wir speichern dann erstmal. Und, ja. Ich werde dann für heute erstmal aufhören. Habe heute insgesamt 14 Parts aufgenommen. Ich denke mal, das ist ganz annehmbar, was die Zeit so angeht. Aber wenn man das mal hochrechnet, ich meine, 14 mal 10, das sind 150. Dann nochmal die Hälfte davon, 75. Das heißt, 225 Minuten habe ich aufgenommen. Das sind fast 4 Stunden. Das ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man sich das so überlegt. Aber es ist... Warte mal, ich speichere lieber nochmal. Ich habe gerade nicht wirklich aufgepasst. Aber ja, es läppert sich halt zusammen. Man glaubt gar nicht, wie viel Vorbereitung da drin steckt. Ich bin jetzt bestimmt am Sitzen bei 4, 6 Stunden oder so können es schon gewesen sein jetzt. Naja gut, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann geht's weiter und ich glaube, wir werden dann schon fast die Mine hier verlassen und auf dem äußeren Kontinent ankommen. Ist sehr spannend, mal sehen, was uns dort erwartet. Wir haben sehr viel zu erkunden, gerade auch, weil die Weltkarte, das habe ich nämlich mal im Internet geguckt, ich glaube aus 4 oder 5 Inseln besteht und wir haben ja erstmal nur eine erkundet, das ist ja der Kontinent des Nebels und wir haben trotzdem sehr, sehr viel erkundet in der Zeit. Okay, also auf jeden Fall wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und ja, bis dahin, viel Spaß noch. Ciao, ciao.